Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Instagram Live im Rahmen des Endomat, dem Aufklärungsmonat für Endometriose. Mein Name ist Janina Veit und heute begrüße ich Dr. Sebastian Schäfer. Dr. Sebastian Schäfer ist Endometriose-Experte und Chefarzt der Gynäkologie am Clemens Hospital in Münster. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns sein kann. Und bevor wir gleich starten und ich ihn dazu hole, noch ein kleiner Hinweis an euch, an alle, die heute zuschauen. Wir werden leider während des Lives nicht alle eure Fragen beantworten können und darauf eingehen, aber wir sammeln diese natürlich und werden die im Nachgang beantworten. Außerdem stellen wir das Live auch im Nachgang zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch in den Kommentaren unter dem Post platzieren. Dann würde ich sagen, wir starten auch schon und ich hole Dr. Schäfer mit dazu ins Gespräch. So, wir warten einen kleinen Moment. Sehr schön, das hat gut geklappt. Herzlich willkommen zu unserem Endo-Live-Talk, Herr Dr. Schäfer. Ja, ganz herzlichen Dank und schönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind, um über Endometriose zu sprechen. Wir bekommen natürlich insbesondere über Instagram oft auch sehr viele Fragen von unserer Community. Das heißt, es geht um ganz grundlegende Dinge. Wir haben viele, die auch ganz neu mit einer Diagnose umgehen müssen oder die vielleicht auch den Verdacht haben, an Endometriose erkrankt zu sein. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit uns gemeinsam darüber zu sprechen und zu erklären, was bedeutet Endometriose denn überhaupt, welche Symptome gehen damit auch ein und was für Möglichkeiten habe ich. Und dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt ins Gespräch und vielleicht können Sie uns zu Beginn einfach mal erklären, was genau ist eine Endometriose überhaupt? Ja, ganz, sehr, sehr, sehr gerne natürlich. Also Endometriose ist, wie Sie ja wissen, eine sehr häufige und sehr verbreitete Erkrankung. Man schätzt so, dass ungefähr 10-20% aller Frauen betroffen sind von der Erkrankung. Wenn man in, ich sag mal, so bestimmten Untergruppen schauen würde, also möglicherweise Frauen mit Regelschmerzen, dann finden wir sogar 60% derjenigen, die betroffen sind. Bei denjenigen mit Kinderwunsch, unerfülltem Kinderwunsch 30%, also da sind die Raten noch viel höher. Definiert ist die Erkrankung so, dass letztendlich gebärmutterschleimhautartige Zellen außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommen, da wo sie eigentlich nicht hingehören. Und im Unterschied zu, ich sag mal, Frauen, bei denen das im Rahmen der Regelblutung passiert, aber diese Zellen dann einfach abgebaut werden, wachsen diese Zellen an der Stelle, wo sie dann sich absiedeln, wo sie vorhanden sind, fest, begründen einen Endometrioseherd und der wiederum führt zu Folgeproblemen, die entweder in Schmerzen sich niederschlagen oder möglicherweise eben auch in unerfülltem Kinderwunsch oder beidem. Und welche Symptome sind typisch für eine Endometriose? Also im Zentrum steht die sogenannte Dysmenorrhoe, das heißt die Regelschmerzhaftigkeit. Da ist auch gleich das, wenn man so will, Problem drin, etwas begründet, weil natürlich Regelschmerzen leider viele Frauen haben und nicht notwendigerweise jede Frau dann gleich Endometriose hat, aber durchaus, wie ich ja eben ausgeführt habe, nicht wenige. Das heißt, es ist die heraufgesetzte Regelschmerzhaftigkeit, die typischerweise schlecht anspricht auf Schmerzmittel oder überhaupt eine Schmerzmittelbehandlung erforderlich macht, wo es häufiger zu bei der Arbeit kommt sozusagen, also Ausfallszeiten auftreten, dass man nicht zur Schule gehen kann, nicht zur Arbeit gehen kann, nicht am sozialen Leben teilnehmen kann, dass eine Schmerzmedikation möglicherweise nur teilweise hilft oder wenn man schon eine Hormontherapie macht, die eben weiterhin trotzdem Schmerzen auftreten oder Zwischenblutungen mit Schmerzen auftreten. Also die, ich sag mal, auffällige Regelschmerzhaftigkeit ist so das zentrale Kriterium. Und dazu kommen dann aber noch, je nachdem, wo möglicherweise Endometriose sich aufhält, auch andere spezielle Schmerzzeichen, wenn es jetzt um das Thema Schmerzen zunächst mal geht, wie bei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen. Darüber hinaus können Organfunktionseinschränkungen auftreten, je nachdem, wo so ein Herd da ist und eben als weitere große Gruppe an
potenziellen Problem, der unerfüllte Kinderwunsch. Und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es kann an verschiedenen Stellen des Körpers auftreten und die Symptome sind davon vielleicht auch ein bisschen abhängig. Wo im Körper tritt Endometriose denn prinzipiell auf und was sind auch die möglichen Ursachen dafür? Was können Sie uns dazu sagen? Ja, also der Ort im Körper, wo die Endometriose sicherlich am häufigsten auftritt, ist die Gebärmutter und die Umgebung der Gebärmutter, könnte man aus meiner Sicht gut sagen. Es gibt mittlerweile eine sehr stichhaltige Theorie, wo wir in der Fachwelt glauben, dass das möglicherweise die Erklärung ist, wieso das alles so zustande kommt, nach der in der Gebärmutter selber letztendlich Veränderungen da sind, die durch eine erhöhte Östrogenwirkung letztendlich auftreten, die dazu führen, dass die Gebärmutter selber erstmal Endometriose entwickelt und dann davon sich die Erkrankung ausbreitet, sodass es am häufigsten auch um die Gebärmutter herum eben auftritt. Also typischerweise gerne betroffen sein können die Beckenwände, die Eierstöcke, die Eileiter, das kleine Becken, also der Bereich um die gynäkologischen Organe sozusagen herum. Und da liegen natürlich auch die Blase, da liegt der Enddarm, da liegen die Harnleiter, sodass das die Organstrukturen, ich sag mal, außerhalb des eigentlichen gynäkologischen Kernbereiches sind, die dann am häufigsten mit betroffen sind. Darüber hinaus kann es aber auch außerhalb des Beckens auftreten, sich in anderen Bereichen niederschlagen, am Zwerchfell zum Beispiel, Oberbauchbeschwerden machen möglicherweise oder atemabhängige Beschwerden machen. Und natürlich, wenn man sich mit der Erkrankung viel befasst, dann liest man oder hat man selber auch die Erfahrung sozusagen durch Patienten schon mal gemacht oder liest in der Literatur davon, dass auch durchaus Absiedlungen an ganz entfernten Orten sein können, die man vielleicht nicht sofort so automatisch so erkennen würde. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich vielleicht an Endometriose erkrankt sein könnte, welche Möglichkeiten zur Diagnose gibt es? Also wir haben gerade in den Kommentaren hier jetzt auch schon gelesen, da wurde die Bauchspiegelung angesprochen. Was können Sie uns dazu sagen? Welche Möglichkeiten gibt es derzeit? Also der Kern der Diagnosestellung ist letztendlich zum einen, glaube ich, das Wichtigste, der erste wichtige Schritt ist, dass die betroffene Person sich auf den Weg macht zu ihrer Frauenärztin, zu ihrem Frauenarzt geht. Wenn man deutlich jünger ist oder Frau deutlich jünger ist, dann im Zweifelsfall auch den Kinderarzt oder die Kinderärztin aufsucht, um einfach da das bekannt zu machen, dass eben Schmerzen da sind, dass eine Einschränkung da ist, dann gehört da letztendlich als erster Schritt ein ärztliches Gespräch letztendlich dahin, im Zuge dessen eben ausgelotet wird, welche Beschwerden treten tatsächlich auf und kann es Endometriose sein. Und der nächste Schritt ist dann eine in der Regel gynäkologische Untersuchung, bei der aber insbesondere, und das ist aus meiner Sicht eigentlich heutzutage das zentrale Kriterium in der Diagnosestellung, dann ein Ultraschall idealerweise natürlich auf einem hohen Niveau gemacht wird. Da wir mittlerweile schon wissen, anders als wir das früher gedacht haben, wo das Dogma so ein bisschen war, na, man kann die Erkrankung ja gar nicht feststellen, ohne dass man eine Operation macht, ist das nicht wirklich wahr. Also man kann einen Teil der Erkrankung nach wie vor nicht ohne eine OP eindeutig beweisen. Aber viele Betroffene, bei denen erkennt man tatsächlich durch Ultraschall und/oder Tastuntersuchung oder die Kombination daraus in der Regel dann doch eben Auffälligkeiten, die klare Hinweise liefern auf die Erkrankung. Also das ist eigentlich das Kernkriterium, die gynäkologische Untersuchung mit dem guten, also expertenartig durchgeführten Ultraschall, denke ich. Und würden Sie sagen, dass prinzipiell die Gynäkologin oder der Gynäkologe immer die erste Anlaufstelle sein sollte, oder könnten sich Betroffene auch direkt an ein Endometriosezentrum zum Beispiel wenden? Also vom Prinzip her können sich Betroffene auch direkt vorstellen natürlich. Also man würde sich wünschen, dass der Weg über die Frauenärztin, den Frauenarzt der Hauptweg ist, was natürlich bedeutet, dass alle daran Beteiligten dann auch meinetwegen die Überweisung, wenn denn erforderlich, in ein Endometriosezentrum dann auch durchführen oder in eine Spezialsprechstunde durchführen. Die Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung,
haben möglicherweise etwas weniger Zeit für die einzelnen Gespräche, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Zeit, die wir uns in den Zentren durchaus auf jeden Fall nehmen, die über das hinausgeht, jetzt auch in dem Sinne nicht uns einfach so gegeben wird. Die nehmen wir uns dann. Das können nur die Kolleginnen und Kollegen in Praxen natürlich viel weniger tun, als wir das in den Krankenhäusern oder in den Spezialsprechstunden machen können. Deswegen glaube ich schon, dass für einen Großteil der Betroffenen irgendwann der Weg in so eine Spezialsprechstunde sinnvoll ist. Und sollte der irgendwie anderweitig verwehrt sein, dann kann natürlich auch mal der direkte Kontakt erfolgen. Das ist vom Prinzip her auch möglich, klar. Okay, vielen Dank. Und Sie haben jetzt vorher auch gesagt, es kann natürlich auch vielleicht der Kinderarzt sein, wenn es auch besonders junge Patientinnen sind. Wie wichtig ist es denn, dass eine Endometriose früh diagnostiziert wird? Ich halte das schon für sehr wichtig. Also das ist natürlich eine Gratwanderung. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht pathologisiert. Das heißt, dass man nicht jetzt jedes Mädchen, was Regelschmerzen berichtet, gleich zur Endometriose erkranken macht. Aber gleichzeitig müssen wir dafür Sorge tragen, dass wenn dieses Mädchen Endometriose hat oder gerade entwickelt, dass das halt dann auch frühzeitig erkannt wird. Das ist schon gut bekannt. Da gibt es Untersuchungen dazu, die zeigen, dass die sehr starke, also auffällig starke, so wie ich das eingangs versucht hatte zu erläutern, Regelschmerzhaftigkeit ab der ersten Regelblutung eins der Hauptrisikofaktoren darstellt für die Entwicklung von chronischen Schmerzen im weiteren Leben. Das heißt, es ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass man hier schon frühzeitig den richtigen Weg einschlägt. Und der bedeutet zunächst mal vor allem, dass man eine Behandlung startet, mit der dieses Schmerzproblem gelöst wird. Denn wenn jetzt jeden Monat heftigste Beschwerden vorhanden sind und das ab einem jungen Alter, dann führt das unweigerlich, wenn das eben nicht in den Griff bekommen wird, führt das unweigerlich dazu, dass diese Beschwerden chronifizieren werden und irgendwann noch viel, viel schlechter zu behandeln sein werden. Und das wollen wir natürlich in jedem Fall vermeiden, das Leben dieses Mädchens dann später der betroffenen Frau einfach komplett bestimmt. Und das müssen wir verhindern. Deswegen ist die frühe Diagnose auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das, was man halt dann abwägen muss, ist, wann ist der Zeitpunkt, wo man eventuell mehr machen muss als Ultraschall und Gespräch und in Versuchen mit einer zum Beispiel Hormontherapie. Wann sollte man auch vielleicht bei jüngeren Frauen oder sogar Mädchen dann doch schon mal über eine OP nachdenken? Das ist halt dann die Schwierigkeit. Wir wollen natürlich nicht jedes Mädchen mit Schmerzen gleich in der OP sehen. Im Gegenteil, das wollen wir nicht. Aber wir wollen das auch nicht auf Kosten einer Verschleppung der Diagnose sozusagen nicht tun, sondern es muss einen anderen Weg geben. Wir sprechen gleich auch noch über die Behandlungsmöglichkeiten. Eine Frage, die mir aber noch wichtig wäre, ist auch das Thema, warum werden oft noch so spät erst Diagnosen gestellt? Also es ist sehr wünschenswert, wie Sie gerade gesagt haben, dass es früh erkannt wird. Dennoch hören wir oft von Patientinnen, dass sie einen sehr langen Leidensweg auch hatten. Was glauben Sie, warum passiert es? Warum wird die Endometriose erst oft doch sehr spät leider diagnostiziert? Ich glaube, das ist ein vielschichtiges Problem. Also zum einen ist es ein Problem des Gesundheitssystems irgendwo, das ich keinem einzelnen Ärzten oder Arzt persönlich ankreiden wollen würde, sondern ich sage mal so, die Folge dessen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen halt irgendwo gezwungen sind, relativ kurze Termine auch einfach anbieten zu können oder auch nur anbieten zu können. Die ist eine Folge davon, dass die, man könnte sagen, sprechende Medizin, und das gehört für mich eindeutig dazu, denke ich, unterfinanziert ist. Also es müsste halt eigentlich so sein, dass man für ein entsprechendes Diagnosegespräch auch in einer Art und Weise sozusagen eine Vergütung realisieren kann, die es einer Kollegin in der Niederlassung erlaubt, eben ihre Praxis zu betreiben. Und es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie höhere Gehälter für Ärztinnen und Ärzte an sich. Das ist nicht mein Punkt, sondern der Punkt ist, dass man bei der Verteilung des Geldes halt hier auch dafür Sorge tragen muss, dass eben für solche diagnostisch wichtigen Gespräche Zeit ist. Und ich glaube, ein weiterer Punkt ist, dass
es eine Erkrankung ist, die in der Regel halt weibliche Kolleginnen, also weibliche Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft. Was in meiner Wahrnehmung ist, etwas besser geworden ist, auch nicht zuletzt durch die auch wirklich große Arbeit und starke Präsenz der Endometriosevereinigung. Aber es ist halt schon so, dass es als Frauenerkrankung es ein bisschen schwerer hat im Gesundheitssystem, sich niederzuschlagen und so ernst genommen zu werden wie andere Erkrankungen. Es ist eine Erkrankung, die das Leben zwar massiv beeinträchtigen kann, die aber zum Beispiel, es halt keine Krebserkrankung ist und damit keine Erkrankung ist, an der jetzt vom Prinzip her man denkt, man sterben würde. Also wird dann auch zum Beispiel, was Gesundheitspolitik angeht, der Erkrankung nicht automatisch der gleiche Stellenwert zu bemessen, wie es meinetwegen bei einer Krebserkrankung wäre. Natürlich ist auch richtig, dass man gewisse Unterschiede macht. Aber das heißt nicht, dass man eine gutartige Erkrankung nicht hier sehr, sehr ernst nehmen muss. Bei der Häufigkeit, mit der sie auftritt, ist sie auch, wenn man das mal jetzt von der einzelnen Person unabhängig betrachtet, fürs Gesundheitssystem von extrem hoher Bedeutung einfach. Und dem muss man besser nachkommen. Ich glaube, das ist ein weiterer Punkt. Die Tatsache, dass es halt in Anführungsstrichen nur weibliche Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft, dann ist, glaube ich, tatsächlich auch ein weiterer Punkt, dass auch das Bewusstsein dafür, dass es eine Erkrankung gibt, einfach lange Zeit, und jetzt, wie gesagt, es wird besser, so nehme ich es zumindest wahr, aber lange Zeit halt gar nicht so, war das Bewusstsein nicht so da. Das heißt, da hat man durchaus ja auch in Familien, das kennen vielleicht wahrscheinlich, nehme ich an, viele der Zuschauerinnen auch hier in dem Livestream sozusagen, dass es in Familien dann berichtet wird, ja, Schmerzen bei der Regelblutung, das bei der Oma war es auch ganz schrecklich und ich habe auch die Gebärmutter schon entfernt bekommen. Es ist halt so. Ja, aber es ist halt nicht so, sondern das ist, also es kann mal sein, dass man nichts Besonderes findet, aber wenn es so schlimm ist, dass man Organe entfernen muss, dass man das Leben bestimmt wird dadurch, dann ist es mit großer Sicherheit so, dass die Großmutter auch schon was hatte. Nur das hat man damals erst recht nicht ernst genommen, weil man es einfach, ja, Frauen haben halt Schmerzen so. Wurde das dann gesehen. Und das wird natürlich dann überliefert in die nächste Generation, auch ohne bösen Hintergedanken seitens der weiblichen Angehörigen, die einfach sagen, bei mir war es auch so. Also das wird dann leider jetzt bei dir auch so sein. Das, denke ich, ist auch ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch oft, was wir auch hören oder als Feedback bekommen, dass es oft abgetan wird als normale Regelschmerzen und es deswegen einfach leider nicht ernst genommen wird. Ja. Bei welchen Symptomen würden Sie jetzt prinzipiell sagen, also jetzt auch für Zuschauer, die hier im Livestream sind und sich vielleicht fragen, ob sie Endometriose haben könnten, welche Symptome würden Sie prinzipiell sagen, jetzt neben diesen Regelschmerzen auch, diesen sehr starken, bei denen man vielleicht aufhorchen sollte und ärztlichen Rat aufsuchen sollte? Ja, also ich würde immer dazu raten, sich Hilfe zu suchen, wenn Schmerzen vorhanden sind, die eine regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln erforderlich machen. Ich würde dazu raten, sich Hilfe zu suchen, wenn man damit mit so einer, meinetwegen Ibuprofen oder irgendwie sowas einnimmt und merkt, naja, es wird besser, aber es geht nicht weg. Das ist aus meiner Sicht auch ein klares Zeichen, dass das eine deutlich höhere Schmerzhaftigkeit ist. Ich würde Hilfe suchen oder meinetwegen für die Tochter oder so dann das organisieren, wenn ständig gefehlt werden muss in Schule, bei der Arbeit oder auch bei sozialen Aktivitäten man nicht teilnehmen kann, weil man wegen so starker Beschwerden einfach nicht rausgehen kann. Da würde ich definitiv nach Hilfe suchen. Und wenn weitere, neben der sozusagen Zeit der Regelblutung, weitere Phasen im Leben mit Schmerzen vergesellschaftet sind, zum Beispiel beim Stuhlgang Schmerzen, beim Wasserlassen Schmerzen, beim Geschlechtsverkehr Schmerzen, also unabhängig, auch beim Eisprungschmerzen möglicherweise auch, kann auch ein Hinweis mal sein. Dann würde ich auf jeden Fall, in solchen Situationen würde ich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt, der auch wichtig, aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass einfach das Bewusstsein da sein sollte, dass also ich nehme mich da jetzt mit ein, wir Frauenärztinnen und Frauenärzte sind einfach die Ansprechpartner für solche Probleme. Das heißt also, wenn jemand eine Person draußen ist und sich da nicht sicher ist, dann sollte man auch losgehen. Aber spätestens, wenn eben diese, ich sag mal, Umstände sind, wie ich sie genannt hatte, entweder in Kombination oder auch alleine,
Blut im Stuhl, Blut im Urin kann auch mal sein. Also das wären Gründe, auf jeden Fall loszugehen. Vielen Dank. Und wenn ich jetzt meine Diagnose erhalten habe, wie geht es dann für mich weiter? Also wir hören oft von den Betroffenen und ich kann das auch selber aus meiner Situation bestätigen, dass man sich oft auch sehr hilflos fühlt und dann damit vielleicht auch erstmal ein Stück weit alleine gelassen ist und gar nicht genau weiß, was sind jetzt meine Möglichkeiten, was kann ich machen, wie geht es eigentlich für mich weiter, was ändert die Diagnose für mich auch. Was würden Sie dazu sagen? Welche Behandlungsmöglichkeiten habe ich? Also es gibt die Säulen, wenn man so will, der Behandlung der Endometriose sind zum einen eine medikamentöse Behandlung, bei der es vom Prinzip her nicht hormonelle Behandlungsvarianten gibt, die man unterscheidet. Das sind im Wesentlichen Schmerzmittel. Und auf der anderen Seite hormonelle Behandlungsoptionen. Das kann eine Gestagenpille sein, das kann ein Präparat sein, was aus der Gruppe der sogenannten GnRH-Agonisten oder Antagonisten kommt. Da gibt es mittlerweile auch ein neues zugelassenes Medikament. Das kann eine Hormonspirale mal sein. Darüber hinaus, neben dieser Säule, also Hormontherapie beziehungsweise Schmerztherapie, gibt es die Option der Operation tatsächlich, wobei wir eben anders als das auch durchaus früher gemacht wurde, und früher ist teilweise noch gar nicht so lange her, sollte man eben nicht mehr rein diagnostisch operieren im Sinne von, ich mache mal eine Bauchspiegelung, dann sehe ich schon, ob da Endometriose ist und dann besprechen wir das und dann gucken wir mal weiter, sondern die OP soll dann gleichzeitig auch die Behandlung schon sein. Das sind, glaube ich, das sind sicher die Hauptsäulen, wenn dann der Kinderwunsch noch dazukommt, potenziell die Kinderwunschbehandlung natürlich auch. Und dazu gibt es flankierende Maßnahmen, sogenannte komplementäre Behandlungsverfahren, die je nach betroffener Person und Beschwerdebild noch hinzugenommen werden können und durchaus aber auch sehr relevant sein können, um Beschwerden zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern. Dazu können so Sachen gehören wie Akupunktur, dazu kann auch eine Behandlung aus dem Bereich traditionelle chinesische Medizin gehören. Da gibt es physiotherapeutische Übungen, es gibt Entspannungsverfahren, die man verwenden kann. Die Reha-Behandlung einfach als eine Option, bei der man sowas vielleicht etwas konzentriert, in Anführungsstrichen, erlernen kann und anwenden kann, kann hilfreich sein. Es gibt mittlerweile eine App dazu auch, die verschrieben werden kann, also die ganz explizit jetzt nicht eine Endometriose-Behandlung an sich ist, diese App natürlich, aber als digitale Gesundheitsanwendung dazu geeignet ist, dass man da drin quasi sein Leben etwas strukturieren kann, was die Endometriose angeht und gleichzeitig auch für bestimmte Situationen auch schon direkt in der App Hilfestellung über Videos und Ähnliches bekommt, wie man meinetwegen eine Entspannung findet in Schmerzsituationen und Ähnliches. Ernährungsumstellung kann hilfreich sein. Also wir beobachten häufig, dass Frauen mit Endometriose auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, sei es auch klinisch feststellbar, Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz oder auch ohne, dass man es offiziell richtig beweisen kann, aber einfach die Beobachtung, dass wenn man auf was verzichtet, zum Beispiel Milchprodukte oder raffinierten Zucker oder so, dass es einem einfach besser geht danach. Und was würden Sie jetzt Frauen raten, denen trotzdem eine diagnostische Laparoskopie vorgeschlagen wird? Wir haben das gerade hier in den Kommentaren gelesen. Wie sollte man damit umgehen als Betroffene? Sagen Sie nochmal, womit konkret umgehen? Wenn eine Bauchspiegelung vorgeschlagen wird als reine Diagnosemöglichkeit und nicht als Behandlungsmöglichkeit, weil Sie haben ja eben gesagt, das ist nicht unbedingt, was Sie noch empfehlen würden zum aktuellen Zeitpunkt und es war früher vielleicht anders, wird aber scheinbar dennoch oft so durchgeführt. Also die diagnostische Bauchspiegelung ist nicht per se immer falsch, um das auch nochmal klar zu sagen. Es gibt einen Teil der Erkrankung, den man tatsächlich weiterhin, wenn man ihn beweisen muss, beziehungsweise wenn man nach eben deiner Unterstützung und Hilfe sucht, wo man auf eine Bauchspiegelung für die Diagnosestellung angewiesen ist, das ist die sogenannte peritoneale Endometriose. Das heißt, die oberflächliche, wenn man so will, Endometriose. Die ist aber auch durchaus sehr relevant, also es ist nicht oberflächlich, heißt nicht irrelevant, sondern es ist durchaus sehr relevant, weil es häufig eine
besonders aktive, auch entzündlich aktive Form der Erkrankung ist, die mit besonders vielen und starken Beschwerden einhergehen kann. Das heißt, die ist wichtig, auch durchaus diagnostiziert und auch behandelt zu werden. Das, was ich aber in der Situation auf jeden Fall immer empfehlen würde und was gewährleistet sein müsste, ist, dass bei dieser dann zunächst mal ja diagnostischen Bauchspiegelung die Bereitschaft auf jeden Fall gegeben ist, dann im Rahmen der Operation natürlich nach den Wünschen der Patientin, der Betroffenen, aber vom Prinzip her im Rahmen der OP dann auch die Behandlung schon zu machen und diese Herde zu entfernen und eben nicht bloß im Sinne einer bloßen Bauchspiegelung in den Bauch hineinzuschauen, erstmal gezielt und bewusst und von vornherein geplant eigentlich nichts unternehmen zu wollen. Das ist nicht der richtige Weg aus meiner Sicht. Und in den anderen Situationen, ich sag mal Eierstocksendometriose, Endometriose mit sogenannter tiefenfiltrierender Endometriose mit Beteiligung irgendwelcher Organstrukturen zum Beispiel, da ist die Chance, dass man das mit einem guten Ultraschall oder hilfsweise MRT manchmal auch feststellt, sehr, sehr hoch mittlerweile, sodass die rein diagnostische Bauchspiegelung da aus meiner Sicht tatsächlich keinen richtigen Stellenwert mehr hat, sondern da geht es darum, dass man mit der Bildgebung letztendlich die Diagnose im Grunde genommen schon stellt, dann bespricht, was man gefunden hat, im Gesamtkontext klärt, ob das, was man da gefunden hat, auch meinetwegen mit einer OP sinnvollerweise jetzt angegangen werden sollte. Und wenn ja, dann eine OP zu machen, aber eben als Therapie und nicht als Diagnosestellung. Verstehe. Und kann davon ausgegangen werden, dass es einem nach dieser Operation dann auch wirklich besser geht, also wenn man es jetzt als Behandlung nutzt, weil wir auch tatsächlich oft die Rückmeldung bekommen, dass Betroffene operiert wurden und es ihnen zum Beispiel eine Zeit lang besser ging und dann nicht mehr oder gar nicht besser ging. Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung auch berichten? Also es gibt natürlich Beispiele sowohl für die positiven Verläufe, die aus meiner Sicht, wenn die OP so verlaufen ist, dass am Ende das, was die Beschwerden ausgelöst hat, entfernt wurde, auch überwiegt, würde ich schon sagen, sonst würde man diese OPs ehrlicherweise ja nicht wirklich in Erwägung ziehen dürfen oder können. Also es gibt auf jeden Fall und auch regelhaft die positiven Verläufe, wo nach einer OP die Beschwerden deutlich gebessert sind oder vielleicht ganz weg sind sogar. Es gibt natürlich auch Verläufe, wo es leider nicht so kommt, wo es vielleicht eine Zeit lang hilft und dann kommt es relativ schnell wieder zu Problemen oder wo es vielleicht auch gar nicht geholfen hat. Das, was, glaube ich, sehr entscheidend ist, ist, dass man aus meiner Sicht zwei wesentliche Dinge tut. Also zum einen muss man mit der Person, mit der Betroffenen, die man da operiert oder die da operiert wird, derjenige oder diejenige, die diese OP macht, muss, wie gesagt, vorher möglichst detailliert besprechen, was gefunden wurde, was die OP überhaupt leisten kann. Manche Dinge kann sie nicht leisten. Also wenn wir chronische Schmerzen haben, muss man sagen, wir werden ein chronifiziertes Schmerzgeschehen nicht durch eine OP beheben können. Oder auch, wenn wir eine Kinderwunschsituation haben und wir wissen, dass ein Großteil vielleicht die sogenannte Adenomyosis, die Gebärmutterwandendometriose ist und wir belasten natürlich den Uterus, weil ja noch eine Schwangerschaft geplant ist, dann muss man leider, dann sollte man von vornherein eben Klartext auch sprechen im positiven Sinne, dass man sagt, okay, wir können die Endometriose, die da ist, deutlich reduzieren. Wir können alles, was da so außerhalb ist, entfernen. Damit erwarten wir auch, dass es viel besser ist hinterher. Aber die Regelblutung wird mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem noch in irgendeiner Form schmerzhaft sein. Im besten Fall deutlich weniger, aber vielleicht eben immer noch schmerzhaft, weil die Gebärmutter noch da sein wird, die auch betroffen ist. Wenn jetzt der Kinderwunsch nicht im Vordergrund steht, kann man, das ist auch ein wesentlicher Punkt für den Erfolg so einer OP, dass man danach dann eben eine Hormonbehandlung anschließt, die dann einen prophylaktischen Effekt haben soll, die verhindern soll, dass es erneut auftritt und die eben auch explizit die Regelblutung unterdrücken soll, damit eben diese Zeit, wenn eine Adenomyosis zum Beispiel da ist, der Schmerzhaftigkeit nicht da ist und damit auch in der Zeit, selbst wenn das nicht so schmerzhaft wäre mehr nach der OP, nicht direkt neue Herde entstehen. Also ich glaube, die entscheidenden Punkte sind, Klartext im Vorfeld, möglichst Klartext zu sprechen, was kann erreicht werden, damit auch nicht falsche Erwartungen bestehen und dann Enttäuschungen eintreten, die per se ja schon eine Verschlechterung des Empfindens auch nach sich ziehen, wenn man enttäuscht wird von jemandem oder etwas, dann empfindet man alles, was danach kommt, als noch belastender. Das ist ganz normal. Das heißt, das ist wichtig. Und dann eben, sofern jetzt nicht Kinderwunsch dann direkt im Vordergrund steht, die hormonelle Anschlussbehandlung zum Erhalt der im besten Fall Endometriosefreiheit und zur Vermeidung der Regelblutung auch zur Vermeidung von Schmerzen. Vielen, vielen Dank für diese Erklärung.
Ich glaube, das war für viele heute sehr wichtig. Ich habe auch gerade in den Kommentaren nochmal gelesen, dass wir einige Zuschauer heute dabei haben, die gerade die Diagnose erst erhalten haben. Deshalb auf jeden Fall vielen Dank für den sehr wertvollen Beitrag heute und dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen, Herr Dr. Schäfer. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung auch, dass ich hier sprechen durfte. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, dass wir an geeigneter Stelle das einfach nochmal wiederholen. Ich glaube, es ist viel zu sagen zu dieser Erkrankung. Und ich finde es sehr gut, dass gerade auch von der Endometriosevereinigung jetzt da viel Aktivität da ist, dieser Monat März stark genutzt wird. Aber wenn ich das noch sagen darf, dieser Endometriose Awareness Monat sollte eigentlich nur, ich sag mal, fokussieren, was wir das ganze Jahr tun sollten. Nämlich für unsere, wenn ich jetzt aus ärztlicher Sicht spreche, unsere Patientinnen da sein, ansprechbar sein und wenn Probleme da sind, die halt natürlich ernst nehmen und dann eine gezielte und konsequente Diagnose machen und eine konsequente individuelle, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Behandlung machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, da sind wir Ihnen tatsächlich auch sehr dankbar, dass Sie da jetzt heute auch bereit waren, uns da bei diesem Thema zu unterstützen und Ihr Wissen auch mit uns zu teilen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für sehr, sehr viele. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Freut mich sehr. Einen schönen Dann Abend. möchte ich mich an der Stelle außerdem noch bei Intuitive Surgical Deutschland bedanken für die Unterstützung bei der Durchführung und Vorbereitung dieses Gesprächs. Und außerdem möchte ich zum Schluss, bevor wir das live beenden, auch nochmal auf unser Beratungsangebot von der Endometriosevereinigung aufmerksam machen. Für alle die, die vielleicht jetzt eine neue Diagnose haben oder auch schon länger mit der Diagnose konfrontiert sind. Über unsere Website findet ihr mehr Informationen zu unserem Beratungsangebot. Ihr könnt euch dort jederzeit einen Termin für eine kostenlose Beratung ausmachen und mit unseren Beraterinnen sprechen, eure Fragen stellen und euch austauschen. Und ansonsten natürlich noch unsere Endomart-Aktion Walk and Run für Endo. Wir sehen ganz viele von euch, die da mitmachen und wir freuen uns auch über alle, die weiterhin fleißig mitlaufen und mitwalken und dies über Instagram mit uns teilen. Und bevor wir dann das Live beenden, noch den Hinweis auf unser Instagram Live morgen. Wir werden morgen zum Thema Endometriose und Kinderwunsch sprechen. Und ich glaube, das wird nochmal ein sehr interessantes und informatives Gespräch, auf das viele auch warten, weil es natürlich auch ein sehr persönliches und berührendes Thema ist. Und diesem Thema werden wir uns morgen widmen. Und jetzt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei allen, die heute dabei waren, bei Ihnen, Dr. Schäfer, für Ihre wertvolle Zeit heute. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Von mir aus auch einen schönen Abend allerseits. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.